Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute ein Energydrink aus der Tanke. Shell V-Power. Oh nein, hierbei handelt es sich nicht um besonders teures Benzin, sondern um einen alleinstehenden Energydrink aus den Läden der Shell-Tankstellen. Der Name Shell V-Power, exakt genauso wie der Kraftstoff bzw. die Kraftstoffreihe. Prinzipiell keine schlechte Idee, finde ich. Bis zu dem Moment, wo man die beiden Kraftstoffe verwechselt. Das Design. Silberne Dose mit ziemlich viel Rot drauf, Schrift in Weiß und Gelb. Passt alles ganz gut zusammen für so einen Energydrink, der nun mal im Endeffekt doch nur ein Ablegeprodukt von einer Tankstellenreihe ist. Inhalt. Koffein 32, Taurin 400. Dazu wird speziell 2,6% Dextrose erwähnt. Das ist das gleiche wie Glucose, also Traubenzucker. Außerdem ist der Farbstoff Azurubin drin, weshalb die Warnung draufsteht, dass Aktivität und Aufmerksamkeit von Kindern beeinträchtigt werden könnten. Nicht so geil. Ich erwarte einen sehr normalen Energydrink. Nichts Besonderes, nichts Interessantes. Und hoffe natürlich, dass ich mich irre. Geruchlich irre ich mich auf jeden Fall schon mal, denn es riecht sehr, sehr fruchtig. Nach Himbeere. Brutal nach Himbeere. Und Himbeere finde ich richtig gut. Ich freue mich also drauf. Die Farbe des Getränks ist sehr, sehr, sehr pink. Was mir erstmal echt gut gefällt, wenn das nicht über Giftstoffe hergestellt wäre. Aber was will man machen, ne? Ich trinke diesen Shell V-Power auf Roadtrips. Himbeere, 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 Himbeere. Sonst nicht viel. Brutal krass dolle Himbeere. So doll Himbeere, dass ich sagen würde, dass ich noch nicht mal eine Himbeerbrause getrunken habe, die mehr nach Himbeere schmeckt als das hier. Super süße Himbeere. Gefällt mir richtig gut. Richtig gut. Danke, Two-Face Energy Trader. Das ist ein leckeres Himbeergetränk. Allerdings nur für Leute, die wirklich, wirklich, wirklich künstliche süße Himbeere mögen. Alle anderen, Finger weg. Ihr mögt das dann wirklich nicht. Shell V-Power kostet 2 Euro pro 330 Milliliter Dose. Dann noch Pfand drauf. Zu bekommen normalerweise nur an Shell-Tankstellen. Logisch, oder? Fazit! Ja, es ist zurück, das Fazit. Ganz akzeptables Design. Ganz akzeptabler Name. Ganz akzeptable Inhaltsstoffe, wenn da nicht die Farbstoffe wären, die allerdings hübsch aussehen. So schmeckt das Getränk auch. Sehr, sehr hübsch, in meiner Meinung, denn es schmeckt brutal nach Himbeere, sonst nichts. Himbeere, ja, keine Himbeere. Also, ihr wisst, wer es kauft. Kaufen, ja. 2 Euro kostet das Ding. Das ist zu viel. Klar, es ist nur an Tankstellen, da kosten Energydrinks ohnehin viel zu viel, aber 2 Euro für so ein kleines Getränk sind mir zu viel. Schade, echt schade. Denn eigentlich kommt das rüber wie so eine Billigmarke, die normalerweise so 80 Cent, vielleicht 1 Euro, vielleicht auch 1,10 kosten könnte. Dann wäre ich dabei. So, nein, dementsprechend schade. Ach so, an dieser Stelle sage ich immer, hier, trink nicht zu viel von dem Gift. Tschüss. Shell hat schon 2-mal den Public Eye Award gewonnen. Das ist so ein Preis für besonders rücksichtslose Konzerne. Shell hat in Sachen Umwelt echt eine Menge Dreck am Stecken. Schade. Weiter geht es mit einem der verlinkten Energy Drinks. Sucht einen aus, klickt und guckt euch das Video an. Vorher freue ich mich natürlich über Likes, Kommentare, Blabla und Abos. Danke an den Two-Face Energy Trader für die Dose.